Also ich muss noch mal sagen, jetzt nach dem Endboss so, ne, das war zwar eine kurze Cutscene, aber es war irgendwie nichts aussagend. Also ich habe damit jetzt überhaupt nichts anfangen können. Da hat sich nur diese Tussi in Luft aufgelöst und das war es dann. Ich hätte gesagt, ja, schade, ich hätte dir 1000 Jahre versprochen und das war's. Tschüss. Ja, vor allem, es gab ja auch nicht jetzt so viele Szenen davor, die irgendwas angeteasert hätten an großer Geschichte, ne? Also sie hatten ja zwei, drei Ja. Cutscenes, aber die Geschichte selber wurde bis jetzt erzählt. Ich würde jetzt sagen, erstmal musst du reinjoinen und wir gehen jetzt als allererstes, das ist unser einziger Anpunkt zur Kathedrale, ne? Ich will ja jetzt noch Ja. nicht hin. Porten, weil ich habe Angst, dass da ich direkt was trigger, also warte ich auf dich. Ja, Kommt ihr hin, der und Familie? also vor der Treppe am göttlichen Portal, dann erwarte ich doch, dass es ein göttliches Portal ist, durch das man danach durchgeht. Irgendwie. Ja gut, das ist ja, also ich hab's mir schon vorgestellt, dass es da halt wieder in diese, also das hier ist ja dieses Schattenreich, Shadow of the Earth Tree, ne? Dass es da halt wieder in die normale Welt geht, dachte ich so. Also for real. Weil, ohne Witz, das wäre ja logisch, wenn du aus der Schattenwelt auch irgendwie physikalisch rauskommst, ohne dich über ein Feuer zu teleportieren. Ja. Das wäre Hallo? ja nur sinnvoll für deinen Charakter, weil du willst ja hier nicht Stark sein, du willst ja Elden-Beast werden. Ja, König. Elden-Beast vor allem. Ja. Ja, die Waffen habe ich eben auch nochmal ausgetestet. Ich muss sagen, die eine gefällt mir schon sehr gut, ne? Von dem Dude hier. Ja, boing. Nein, die meine ich natürlich nicht. Aber die ist auch witzig zum Runterjumpen, maybe. Ich meine natürlich Wenn's das denn von dem klappt. Dude, ne? Du meinst natürlich das hier, ne? Kann ich das eigentlich? Ah ne, ich habe ja keinen Arc. Schade. Ist halt wie ein Dance wirklich. Das ist so geil. Nein, natürlich die von dem letzten Boss jetzt, ne? Also da gibt es halt mal die Licht- und die Fürst-Variante. Und die Fürst gefällt mir dann doch besser wie die Licht, ne? Weil die Licht ist dieses Lichtgeschwindigkeitsschnitt, ist ja auch cool. Wie cool das aussieht, ne, wenn du dieses Schwert nochmal auf dem Rücken hast. Das ist so. Guck mal, wenn du das dann halt beides auf dem Rücken hast. Es sieht schon sehr toll aus, ne? Muss man auch einfach Ja, sagen. ja. Aber die Fähigkeit, ja, ich kann den Reiz daran verstehen, aber ansonsten hast du halt nur dieses Standard-Moveset. Das heißt, du machst halt da nichts wirklich fertig, sondern du dashst halt einfach einmal hin und wir wissen ja alle, dass diese Dash-Fähigkeiten nicht so viel bringen. Aber das ist schon heftig. Also wenn du das durchspammst, auch Ja. wie viel Schaden du den Gegnern machst, wie breit teilweise diese Strahlen am Ende gehen. Und es ist jedes Mal ein physikalischer Schlag und ein Lichtschlag, ne? Ein He Heiligschaden oder so ist das dann, ne? Ja. Und das ist halt schon crazy in Kombination. Nice. So hast du Also, das die war jetzt ganze aber Zeit nur das abgefangen. Lichtding. Ja, genau, so die ganze Zeit von hier hinten, schön aus Distance. Aber das war jetzt der Lichtschnitter, was du mir da jetzt gezeigt hast. Oder ist das auch Fürst? Ne, das ist jetzt First. Das, die sehen komplett gleich Aha. aus, die Waffen. Ich habe das ja dupliziert. Ja. Und wo ist jetzt der Unterschied von den Fähigkeiten? Ja, die Fähigkeit, die ich gemacht hatte mit dem Dash. Das ist die Fähigkeit von tatsächlich Licht. Und wenn du dann hier. Naja, jetzt ist der Dash. Aber wenn ich dann hier jetzt halt so eine kleine Hand hätte, und dann du siehst halt von der Fläche her. Fläche. Ja, das Ist war schon schon crazy, krass. was du halt alles triffst, ne? Also wenn du da durchgehend so kämpfen würdest. Ich find's schon geil. Die Fähigkeit ist natürlich auch richtig nice, ne? So, und das Tolle ist halt auch, theoretisch kannst du das ja eigentlich auch mit einem mit dem Schwert Schild tragen. Digga. Mit dem Schild kannst du das tragen. Aber das heißt, du könntest theoretisch so rumlaufen. Dann kannst du ja trotzdem noch die ganzen Standard-Attacks machen.
und trotzdem noch so kämpfen. Na, ist ja immer noch das Schild. Ist im Prinzip wie die Waffe jetzt, nur das Problem ist, dann hätten wir kein Kältestuff mehr, ne? Außer meine Fähigkeiten. Ja. Hat aber auch einen Weisheitsscaling, ne? Das ist halt schon toll. Zwar nur E. Und E ist schon wirklich sehr weit entfernt von S. Also mit ja, am gut, weitesten, glaube ich. Du hast noch nicht aufgelevelt, ne? Aber ja, trotzdem, ne? Ja, da steigt ja nie mehr und als eine Stufe dann bei C auf, oder so. Ja, genau. Oh. Dann hauptsächlich bei D und D Geschick, ne? Also wird das auf B, B Stärke Geschick sein am Ende. Ja. Ja, muss man dann einfach mal gucken, würde ich es tatsächlich fast schon behaupten. Von Flaschen mit Himmels... Also was sind diese Himmelstalisman-Dinger? Versteckt die FP-Regeneration für Flaschen mit Himmelstalismännern Tränen deutlich. Ne, ich check's bis heute noch nicht. Ja, Himmelstränen sind einfach nur deine Flaschen, ne? Also quasi ja, du kriegst aber, noch mehr Mana, wenn du trinkst. Ja, aus aber, der Flasche raus. Ja, cool. Ich, also, ja. Ich hab jetzt nicht wenig. Ich hab ja 52 Geist. Wenn ich jetzt einmal trinke, fühlt sich das zu 75%. Ich meine, ja. Das ist kein Talisman wert. So sau viel, klar. Ja. Es ist halt wirklich kein Talisman wert, glaube ich. Also beim Healpot gibt es das Ding ja auch nochmal. Könnte sich vielleicht lohnen, weiß ich nicht. Aber also du hast jetzt den Baum und diese große Flächenfähigkeit dabei, ne? Ist es richtig? Den Baum nicht, aber die Flächenfähigkeit. Wobei ich das nur mit Talismanern hin. Ne? Bis jetzt noch. Ah ja, okay. Komm, ich kann ja auch den Eisnebel einfach... Ach, Zamos Sturm, genau. Der Eissturm von Zamo, der ist auch Gigabruch. Dann habe ich jetzt die Sprenggeisterflamme, die Gravitationsrakete, den also die Strassloch, Rückards Groll, dieses Feuerding. Den Eissturm von Zamo, den Mond. Ich habe im Prinzip alles, was OP ist, außer den Kometen dabei. Das heißt, mein Double hat freie Auswahl, ne? Ja, so ziemlich, ne? Da ist durch das Gravitationsding gelaufen, dass es nicht in dem Moment explodiert. Quint. Immerhin kann ich damit auch Feuer pocken. Wir geben wirklich viel Erfahrung. Ja, ne? Damit hast du jetzt wirklich die ganze Zeit gefahren, während wir geredet haben. Ja. Hast ja jetzt safe ein paar Level mehr wie ich. Bei der Level. Shaved. Ich bin jetzt bei 278. So. Und kurz vor Level Up. 278? Ja. Hast du 13 Level mehr wie ich? Als ich, meine ich. Nee, chill mal. Gut, sagen wir es mal so, 5 Level bin ich mit Sicherheit gestorben. Mit Sicherheit mittlerweile. Aber als andere, ja, also die anderen 8 Level da on top, die hast du schon... Egal, jetzt lass mal zur Kirche, damit wir jetzt mal unseren Safe Progress machen können. Und dann... Ja.
Die Gesiedel. Gesiedel. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier passiert. Sitzt der da hinten? Sieht mal so aus, ne? So, erstmal Licht anmachen, ne? Endlich wieder die alten Items verwenden. Ah, oh, geil. Ich hätte ja alles im Boss-Fight unequipped. Ja, same. Ja, du bist gereist? Bitte warten. Ja, der Balken füllt sich. So. Hallo. Ich will auch diese Mockwaffe verwenden, ohne Spaß. Ich meine, es ist gar nicht so groß, das Gebiet leider. Dafür, dass die Animation einer der längsten ist wahrscheinlich, würde ich schon fast behaupten. Ja. Aber wenn das halt vier Leute machen, das ist ja schon. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ne? Wie viel Arc braucht das Ding beim Reskillen? Wie viel braucht das Ding beim Reskillen? Ja, also 27 Arc brauche ich dafür, okay. Alles klar. Ja, wenn ich irgendwann mal reskille, will ich auf jeden Fall so skillen, dass ich alles, was ich verwenden kann, verwenden will. Ja. Und nicht mehr, dass ich jetzt so giga viel in manche Sachen reinstecke, eventuell. Unnötig. Steht so. Ist ja nur eine Puppe gewesen, was wir gefunden haben, ne? Heißt ja, genau. I told you once, I've no interest in companionship. But I must admit, Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Ymir is a shining star in our eyes. The only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. Yeah. I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose, our service to Count Ymir. Okay. Now. Okay, krass. Aha, okay. Und nun geht. Überglücklich ist da. Hello there. I heard another sound, colored by your essence. Simply exhilarating, I must say. The stars are dark tonight. But rest assured, this is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Nice. May you join the glimmering stars above. Bitte lass uns Well sein. Nein, Ruinenkarte 3. Er gibt uns einfach eine Karte. Ich bin echt gespannt. Oh yes. I believe I can feel it brewing. This evening is a sign of a greater night to come. Über die Natur der Welt kann man mit dem reden. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother, a true mother. Who will not give birth to further malady? Flüchtiger Mirko-Kosmos. Beschwört ein Mikrokosmos. Mirko-Kosmos, der mit einer Welle pulsiert und einer Explosion verschwindet. 42 Weisheit. Das ist ein Ding, Zauberei? Das wir direkt kaufen. Ja. Zauberei! Boah. Ein Mirko-Kosmos. Okay. Diese Karte zeigt halt die dritte Ruine. Aber das sieht quasi aus wie diese Kirche hier. Und darunter wäre quasi die Ruine. Das wissen wir ja schon.
Neben den auf den ersten Karten gezeigten. Ja, das eine war ja da. So, zu welcher Tageszeit verlässt er seinen Thronsaal, um zum Grab zu gehen? Was sagst du? Morgens? Mittags? Morgens. Ja, jetzt ist er weg, ja. Nee, der despawnt ja immer, wenn ich mich hinsetze. Spawnt er jetzt wieder? Jetzt kann ich auch wieder untersuchen, kann ich hier wieder. Nice, gucken. Morgens ist er also weg, okay, nice. Ja, guck. Push. Push der Button. Da bin ich immer echt gespannt, ob wir jetzt das Hornhelmhammer an Star töten dürfen, ne? Ja. Ich gehe mal stark von aus und dann ändert sich irgendwas in der Welt. Dann ordnen sich die Sterne neu und da bricht wieder irgendwo. Ist nicht die Main-Welt zusammen, ne? Oder ein fetter Krater oder so wieder und dann kann man auf dem Untergrund weiterkommen. Und ja, genau. Schön wär's, genau. Aber ich glaub nicht dran. Oh, wieder Invasion vielleicht? Oh. Einmal wieder sie, ne? Ja, wir haben es aus Zufall entdeckt, ne? Aber. Ja, irgendwas muss es ja bringen. Hier unten ist. Ja. Hier ist ja auch Marikas Statue, ne? Ja, die hängende Glocke läutern. Let's go. Perfekt. Das letzte Mal das Horn Helmerhammerns ertönen. Entweder ist er jetzt sauer oder glücklich, dass wir das tun. Oh. Hü? Nein. Ich muss jetzt auch einmal läuten, damit ich mich teleportiere. Okay, nice. Dann darf ich auch mal boosten. Ah, oh, schönes Ding. Dann mach ich dir mal ein bisschen Platz. Ich hoffe, du kommst zu mir. Ja, sehr gut. Nice. Oh no, was sind das Ding? Das sieht richtig gigantisch eklig aus. Na? Habe ich diesen Mikrokosmos noch nicht ausprobiert. Das Ding da hinten bewegt sich, ja. Ja, deswegen ja. Oh no. Den Mirko-Kosmos. Nice. Oh no. Oh no. Ah ja, war ja klar. Keine Kommunikation. Mietje, Mutter der Finger. Boah, es ist schon gigantisch eklig. Ja, okay. Mit so einem schnellen Move habe ich alles andere als gerecht, halt. Okay. Machen wir erstmal eisig, würde ich sagen. Eisig ist immer gut. Extra magischen Schaden. Ah, da ist der Eisfrog. Das ist immer. Yo! Jetzt, wenn man mit den Fingern so auf dem Tisch rumklopft, weil man nervös ist, ne? Hat er gerade gemacht. So eine Pops genommen. Jo. Okay. Es sah nach einer sehr großen Fähigkeit gerade aus. Aha. Das ist auch so ein Mirko-Kosmos. Dafür können wir am Pfahl spawnen. Ja, gut. Jetzt sind wir so ein Underground-Boss-Addict. Aha. Ah, ich glaube, den kriegen wir schnell. Bin ich earnest. Ja. Sah ganz gut aus. Also, wenn ihr jetzt nicht eine zweite heftige Phase habt. Feuer, ne? Ja, also ich habe dreimal diesen Totenschädel losgeschickt. Das sah schon gut aus, aber wirklich anfällig schien er mir jetzt nicht. Der Eisbrock tat wieder sehr weh, muss ich sagen. Ach ja, das hätte ich eben schon machen können, dann wäre ich schon mal da. Direkt den Nacken atmen oder so. Tschüss, mach's gut. Die ganze dann ist auch kurz Black Screen und dann bist du weg. Ach, bin ich auch Black Screen, ach nein. Ja, diese Überblendung, ja. Deswegen, ich dachte so, auf einmal stehe ich hier allein, du bist weg. Oh, da muss ich auch boosten.
Nice. Aber ist ja auch cool. Ja. So, mal pusten das. Gib dem Kollegen den Knüppel. Ja. Ich glaube, ich mache wieder den Mage. Das ist am besten bei mir. Hast du noch den Schutz-Spell dabei? Nee. Also den Golden Wow. Nee. Weil du ja wieder Standarte fallen bist, ne? Standarte ist theoretisch möglich, aber dann bin ich schwer. Muss meine Armor wechseln gleich. Lol. So weit entfernt. Das ist nicht mehr der böse Blick gefallen. Der macht einmal einen schnellen Move, ne? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ah, ich bin's gerollt, nice. Ich hab keine Aufschub. Ich glaube, sobald man nah genug ist, ne? Ich krieg Leben wieder. Wenn einen schlägt, ne? Nein, ich bin schon wieder an den gleichen Waffenstörern. Nee, er haut immer ab von meinem Zamos 1 schon. Ah, er hat schon den Magie-Debuff, sehe ich gerade. Ja, probieren wir mal Feuer jetzt aus. Ah ja. Ja, Feuer scheint gut zu gehen. Meine. Ja, die Fähigkeit checke ich nicht, ne? Ach, oh, es hängt voll bei mir. Okay. Okay. Alter, das sind ja viele von den Dingern. Was sind die denn hier? Es ist so eklig auch, ne? Egal was er macht, es sieht so eklig aus. Ja. Ah, schon wieder falsch gerollt. Keine Ahnung, wann man da rollen muss gerade noch. Ja, das ist. Ja, keine Ahnung, das kann man nicht blocken. Wenn er dich da im Argen hat. Sieht das krank aus. Ja, imagine, du hast diese Bossfähigkeit. Ja. Aber der ist irgendwas. Der ist faulig. Ja. Schadabbau. Oh, nur der Kopf ist von dem faulig, ne? Im Game und Titel noch ändern. Oh. Oh, true. Sorry. Danke. Bester Zuschauer. Oh no. Game und Titel. Das wäre schon lustig. Was sagst du, stirbt der oder zweite Phase? Boah, ich sag, der stirbt. Ich vermute es auch. Zweite Phase wäre cool, ne? Ja. Wenn sich dann noch so der innere Kokon öffnet und dann kommt da noch so eine Binnenhand raus oder was weiß ich, ne? Nee, auch einfach wegen Elden Ring. Und dann danke auch an Luxelu für den Hinweis. Ne? Naja, bei mir wird's auch dunkel. Ja, guck. Auch nochmal getrötet, ne? So wie es sich gehört. Genau. Ja, das ist nicht im Nahkampf wieder. Ich kann die Standarte kurz ausrüsten und buffen, die dann anequippen, theoretisch. Was davon? Auch man hat eh nur 30 Sekunden, aber besser wie nichts. Hm.
Sü. Beine los. Ah, weil du als erst reingekommen bist, bist du diesmal als erst gefokust. Aha. Wie geht's eigentlich mir immer? Nice, ich hab's schon wieder gedodged. Ja, der hat schon die Magie gedacht. Okay, der ist richtig anfällig gegen Kälte. Hm. Ja. Einfach so, ja. Oh, das ist eine kleine Hände jetzt vorne. Ja, das hat er eben auch gemacht. Okay, gar nicht gesehen. Ja, hier habe ich alle gekillt. Ja. Hier gönn ihr den Eisschirm, oder? Hätte ich ganz gerne mal den Dingern hier ausprobieren. Der war eben sehr schnell zu staggern durch dich, hatte ich das Gefühl. Wo denn jetzt? Ja. Okay. Nein, heb doch nicht ab, Mann. Jo. Völlig los. Junge, der Bohrer, ne? Ist das hier? Ich, ne? Boah, Mann. Kommt wieder das UFO. Hey, late. Ja, oder aus One Piece das UFO halt. Oh, nee. Ich hab den einfach noch mit dem Boot ab, dann war's das wieder. Oh Gott, nice. Das war's. Das ist Phase, oder? Ich hatte jetzt wenn es das war. Ja. Mutter der Finger. Nice, das ist 1,1 Millionen. Ich hab's nicht geschafft, glaube ich. Der hat bestimmt doch eine tolle Weisheitfähigkeit für mich, oder? Hm? Ja. Stimmt dieses Gravitationsding. Ich will das schwarze Loch haben. Ne? Zwei schwarze Löcher, die um dich kreisen und da rumschießen. Erstmal das andere Ding ausprobieren, ne? Das mit dem Level-Up, meinst du? Nee. Das auch, aber... Oh, jo. Level-Up ist auch immer eine gute Idee. Mach ich wieder... Oh, Junge. Wo ist denn Glaube? Ach da, Glaube ist schon 30. Habe ich nochmal eins in Stärke, zwei in Stärke. Lol, wie viel Erfahrung haben wir denn bekommen? Crazy. Eine Mille? Na, schon dabei, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Skarabäen rechtzeitig ausgerüstet hatte, ne? Oh, kein Problem. 1,1 Millionen wären so gewesen. Ist hier was ich nicht angreifen sollte? Was hier? Ne, okay. Ja, dann gucken wir mal, ne? Mhm. Auch schick. Ist jetzt nicht wie das mit Gegnern interagiert. Mhm. Sieht aber cooler aus wie das hier. Wenn man das kombiniert. Ja. Wie viel Lärm willst du erschaffen? Ja. Mhm. Sind hier so wie so unter Wasser und dann gucken da die Finger raus oder wie? Ne? Wenn das nur über leere Hüllen. Sieht auch schon wieder so cool aus. Sehr nice. Unter Wasser, auf dem Wasser. Ja. Aber bei diesem, Logo. Bei dem Boss von, wo man den Mond bekommt und reskillen kann nachher, der dich ja auch in so einen Realm bringt, ne? Das muss man schon sagen, ist wirklich so die geilste Area, um, glaube ich, so ein Bett aufzustellen und da zu pennen. Ja. Den Nala. Ja, da war ja auch nur ein Mond, riesiger Sternenhimmel und einfach nur Wasser überall um dich herum.
Ja, gut, I guess hier ist nichts mehr, ne? Nee, ich denke auch nicht. Dann kann man haben jetzt nochmal mit dem Kollegen oben sprechen. Ne? Ja, haben wir den jetzt sauer gemacht, weil wir das Ding gekillt haben, was er vielleicht so verehrt hat? Hat ja generell so ein Febel für die Hände. Ja. Okay, er sitzt da gerade nicht. Ich muss mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Mittags, der bestimmt wieder vom Friedhof zurück. Ja. Nö. Oh, ist der abends dann zurück? Nachteinbruch. Probably. I guess, der ist sauer. Die ist halt auch nicht mehr da, ne? Die Anna. Die andere? So, jetzt bin ich erst da, ne? Rough. Nee, die Anna ist gone. Er ist gone, hier ist die Anna ist gone. Aber wieder zu, ja. Hier könnte man theoretisch wieder aufs Knöpfchen drücken. Sonst da unten auch ja nichts. Ja, auch nichts, ne? Der ist aber nicht Invasion. Ich den Gebietsboss herausfordern. Bei mir hier. Sie musst du rauskommen zum Friedhof. Oder seid ihr drin? Ja? Bin drin in der Kirche. Ja, ich komm nicht zu dir rein. Da ist eine Wand. Bosswall. Oh no. Bloß du musst vorne rein. Oh no. Aber da wird auch eine Bosswall sein. Kannst du vorne raus? Dann kannst du. Das ist nur eine Invasion eigentlich, ne? Hier. Das ist sie, glaube ich. Julia. Ja. Nee, Jola. Jolan. Ne? Ah, ja, tatsächlich. Die böse Schwester. Ah, vorne rum komme ich nicht rein. Da ist auch eine Bosswall. Das ist voll geschitcallt hier. Ich mache einfach einen Zitterich. Was ist jetzt davon? Jawohl. Ja. Ich kann hier durch die Gitterstäbe zusehen. Nee, ich kann auch nicht rein. Eine kleine Base. Ne? Hallo. Also da siehst du was, ja. Ja, hier reingucken. Ja, das würde, glaube ich, funktionieren. Ah ja, chill. Junge, ist das laut. Na, so ist Agro auf dich, nice. So was. Ah, dann kann ich Samus Eissturm hier durchmachen. Das wäre gut. LOL. Jetzt hast du sie faulig gemacht. Ja, bring sie mal hier hin, dann Samus Eissturm, ne? Mhm. Komm schon. Ja. Werthand der Nacht. Jetzt kommt noch eine kleine Invasion, sagt er. Ich war ein Zitterich jetzt. Jetzt. So. Jetzt ist die Boss wieder. Ah, perfekt. Ah, siehst du. Wieder behoben. War ja ganz lustig mit ihr, aber ihm würde ich schon gerne miterleben. Der drückt einfach Hände aus sich raus. Ja. Imagine, du hast. Ich kann nicht angreifen, bei mir ist hier eine No-Fight-Zone, ne? Wie sonst auch. Lol. Vielleicht kann ja mein Double was machen. Ich kann mein Double holen. Los! Double, ich werde dich. Mein Double ist aggro, ja. Der macht was. Ja, dann nehme ich doch gerne die Standarte und unterstütze euch, ne? Ja. So. Was ist sie denn? Da.
Ach ja, ich kann hier die Fähigkeit auch nicht aktivieren. Das war Quatsch. Aha. Executed. Ich spawn dich an. Nice. Siehst du, dein Double hier zu geben, ist schon echt doof. Mhm. Und meiner macht halt einfach jede AI-Fähigkeit, die er besitzt. Nice. Der geht schon hart ab, mein Double, muss man schon sagen. Ja, Emir ist dead, das reicht jetzt leider. Aha. Emir ist Klangperle, mütterlicher Stab, Hohepriesterhut. Ah, den seine Kleidung, nice. Dick. Oh, war das ein Zauberstab oder war das eine Waffe? Sah nach einer Waffe aus irgendwie, ne? Das sah mit einem Zauberstab aus. Ja. Schimmersteinstab. Dafür braucht man Ark. Versteckt Fingerzauberei. Ja, ja, schon klar, ne? Die Fingerzauberei. So, ja, mein Doppel hat ja geholfen. Bitte? Bosswall ist auch noch da bei dir? Nee, perfekt. Ja, ich mach nochmal einen Zitterich, dann ist die weg für dich. Bin immer stuck. Das war jetzt wild, aber ja, ich war dabei, ne? Weil dabei sein ist ja alles, wie man bekanntlich weiß. Genau. Genau. Jetzt müssen wir trotz alledem, wegen, also ich muss das, wegen dem Biest, was wir gerade erlegt haben, kurz mal zur Tafelrundfeste, ne? Ja, gerne, gerne. Ich muss halt gucken, was der granted, ne? Aufleveln. Du willst echt Mockstab spielen? Nice, ich feier das. Das ist schon cool. Oh, man kriegt ja von dem Finger. Nice. Let's go. Stab des großen, der großen Jenseits. Kein Talent. Schimmersteinstab. Aha. Ja, das sieht cool aus, aber. Zauberskalierung, ja. Glaube und eine weiß, gigantische ne? Waffe. Groll des Nachgiebigen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Stärke, Weisheit ja. und Glaube. Ja. 20 Weisheit für. Mensch, recht. Habe ich nicht. Ja, was soll man denn davon holen? Ist jetzt die Frage. Das eine hat ja gar kein Talent, ne? Ist ja einfach nur ein Zauberstab. Oder was? Hat dein Zauberstab ein Talent? Nee, ne? Klar, du Zauberstab. Nee, aber nicht. Halt ein besseres Scaling, ne? Ich habe ja ein S. Aber kein Effekt, ne? Kein was? Keinen passiven Effekt, so, ne? Doch, doch. Achso, ja, hier meinst du, ja, ja. Meiner hat ja einen. Ja. Meiner verstärkt ja den Mond. Ich hab einen Mond. Ja, dann nehme ich auch diese starrende Finger. Starrender Finger. Das hört sich erstmal lustig an und das ist das Einzige, was eine Fähigkeit hat. Ja. Den starrenden Finger mit mir rumzutragen. Was haben wir das? Was ist denn der starrende Finger? Eine gigantische Waffe, ne? Nice. Nice, Junge, hat viele Keule. Damit kann man auf jeden Fall ein paar Chainchen machen. Ah. Ja gut, dann muss ich gerade mal gucken. Kicken. Was genau diese Keule denn kann. Oh, jetzt habe ich mich nach hier unten teleportiert. Cool. Er hat diese Hammer. Ja, diese typischen Keulenangriffsfähigkeit. Das, ja.
Ja, die Fähigkeit mit diesem nach vorne. Also, das ist aber zu klein tatsächlich. Würde ich nicht nehmen. Das ist es nicht. Schade. Wobei das Ding einen Weisheitsscaling hat, ne? Wieder eine Waffe mit Grundweisheitsscaling ist halt immer toll für mich. Lol. Doppelechse des Todesritters, Langstiel des Axt des Todesritters. Das eine ist ein. Die Doppelaxt ist eine normale Axt und dann gibt es noch eine Großaxt-Variante davon. Dieser Sprintfähigkeit. Ich dachte, das wäre eigentlich die gleiche. Ja, System. Und wie schnell man mit dem Ding angreift. LOL, sind wir Keks. Guck mal, diese Blitzfähigkeit geht nicht nur nach vorne. Du musst danach einen schweren Angriff machen. Junge, wer probiert denn diese Angriffsfähigkeit aus? Naja. Nicht ausprobiert, Quinch. Ja, gibt's jetzt auch mit anderen Waffen diese Kombination, die wir noch nie gemacht haben? Also, das müssen wir ja jetzt mit allen Waffen theoretisch immer machen. Na, wenn wir dann halt im Prinzip einen schweren Angriff machen, eine Fähigkeit und danach einen schweren Angriff. Ja. Können ja jetzt jede Waffe einen Effekt darauf haben, wo man sich dachte so, hey, was ist das denn? Check ich nicht. Das ist ja wild. Gut, bei Waffen, wo es, oder Fähigkeiten, wo es eindeutig ist, aber es gab ja viele Waffen, wo wir uns gedacht haben, einfach nur so, hey, das ist ja total sinnfrei. Zum Beispiel Lorettas Angriff, da könnte ich mir das noch vorstellen. Was ist das denn? Danes Beinarbeit. Achso, ja, gab's ja das noch. Wir müssen uns echt mal die Kombos dann angucken. Ja. Ne, okay, da gibt's nichts. Schade. Die helle Barde hätte ich auch sehr gern damals gespielt am Anfang. Es hat halt einfach nicht. Sollte halt einfach nicht sein. Ich merke schon, wir müssen bald reskillen gehen, ne? Ja. Cool. Damit wir dann die lustigen Sachen verwenden können. Was ist das jetzt? Ey. Hab ich gerade eben gesehen. Weil die Fähigkeit heißt, die giftige Blume blüht zweimal. Und habe ich quasi wie so ein Messer am Fuß, den der rausfährt und dann ramme ich den in den Boden. Stark. Das ist halt dieser Dolch, das. Also habe ich drauf gecraftet, ne? Das ist halt voll. Der Dolch der Feuerritter. Hm. Ja, ein krasser Knüppel auf jeden Fall. Ja, leider kann er ja nichts, ne? Ja, die Fähigkeit ist schon hoch. Ja gut, aber ich werde jetzt nicht alle Waffen durchprobieren. Da müsste man echt mal sich Patterns angucken, die es möglich sind. Ich wusste nicht, dass man mit dem schweren Angriff eine Fähigkeit davor und davor weiter fortführen kann. Ja. Ja gut, wir haben einen Schlangenflieger bekommen, sag ich mal. Lol. Du kannst das enchanten und dann ist der nächste Angriff krasser. Ja. Was ist denn jetzt damit? Ist das Horx? Die des Horx stampfen oder was? Ja, ja, das ist halt die Godfrey-Axt. Ne? So, und der ist jetzt auf Max gelevelt hier. Nice. C Arc und C Stärke Scaling. Boah. Ding, schick. 78 Blutverlust. Oh. Ja, Geschick ist halt wegen immer wegen Blut, ne? Aber es geht ja ungefähr bis hierhin, ne? Ist schon nice. Oder ist es nur die Area, wo dann. Ich weiß es nicht, ich musste mal gucken. Draußen testen, ne? Und danach blutet das Ding ja auch noch, ne? Also wahrscheinlich löst er ja damit noch schneller Bluteffekte aus.
Denke ich mir auch. Ich will das auch können. Dass das beide gleichzeitig machen. Das ist so lustig. Alle. Ja, alle vier halt, ne? Dann Ja. stehen wir alle da, machen alle das. So wird sich das dann selber schneiden. Oh. Ah, siehst es halt auch mal von außen, das ist halt schon kein kleines Gebiet. Eine der wenigen Fähigkeiten, wo die Fähigkeiten mal größer sind. Das ist, sollte alles ein bisschen krasser sein. Oder wenn nicht sogar gleich. Wenn du eine Bossfähigkeit lernst, könnte die auch gleich bleiben. Und das ist auch noch immer cool mit dem Speer, was kann ich gar nicht. Bin ich zu ungläubig, ne? Die Waffe könnte ich auch nicht. Schwere Angriffe. Strong. Ja, das ging ja leider nicht, ne? Die Fähigkeiten von dem finde ich aber auch nice, was das angeht. Das ist mit die coolste Fähigkeit. Wirklich. Was dieses Blutding von dem angeht, weil der wirft die halt so richtig lässig halt. Ja. Echt Jod hier macht er. Ah, wieder mit beiden Händen zuschlagen. Ah, die Dusche fehlt noch, ne? Oder der Blutground, den gab's ja auch. Der Blutgrund oder die Dusche wären schon echt nice. Ah ja, diese Dusche. Oh, wie klein das ist, ne? Das ist so süß. Wer will denn mit so einem AOE spielen? Das ist halt viel zu klein. Kann ja sonst nichts. Und dafür dauert es auch zu lang, ne? Ja. Das ist halt auch so beschämend gewesen, als man das Ding bekommen hat, ne? Vielleicht die ganze Map gefühlt davon und dann kriegst du das und dann ist das so ein 2-Meter-Radius. Ja, die ganzen neuen Waffen haben auf jeden Fall crazy Fähigkeiten, ne? Also da haben sie sich schon wirklich viel einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das hier war das einzige Ding, was possible war, glaube ich. Aber wie cool das leuchtet, das ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Es halt möglich aufzurüsten. Hätte ich auch mal in Deutsch. Katana-Schnitt ist das. Ja, das ist dieses Standard-Blut-Katana, ne? Ja. Okay, da machst du mit einem schweren Schlag nichts. Wie weit das geht, gell? Das Dunkle ist in der Höhle, ne? Erstmal die Wände Ja, besprengen. das war ja auch richtig geil, stimmt. Diese Fähigkeit ist grundsätzlich praktisch. Dann löst das Ja. Blut aus. Ist das witzig. Und starten. Ja, da müssen wir uns mal einen Plan machen zum Reskillen. Da müssen wir doch noch eine Runde spielen. Und dann machen wir diesen Boss-Mod-Fähigkeiten mit den Boss-Fähigkeiten. Mit Da müssen wir uns echt auch was einfallen Kopfhörerflaschen. lassen. Und dann nochmal Main Story plus DLC, ne? Ja. Wäre schon nice, bin ich ehrlich. Stelle ich mir auch so nice vor, weil es geht schon recht schnell, ne? Und dafür, dass du es einfach spammen kannst, es kostet nichts. Muss das mal an einem So ein Gegner Talisman. aussetzen. Gerade. Talisman noch on top.
Ja, true. Krass, die Flaschen sind schon heftig, aber ich weiß nicht, wie schnell das staggert. Ich kann mir vorstellen, dass das fast literally gar nicht staggert oder halt nur sehr wenig. Könnten schon, könnten schon. Scheint das immer bei einem Gegner, den ich angewiesen habe? Nee, das hat auch eine maximale Distanz, leider. Sowas ist so schade, ne? Mach das doch einfach beim Gegner erscheinen, wenn du schon targeten kannst.